24 Stunden, das Abenteuer geht weiter. Das war das Motto des diesjährigen Gigathlon. Über 5000 Athletinnen und Athleten haben sich der Herausforderung gestellt und sind am Mitternacht in Genf zum Gigathlon gestartet. Bei den Frauen, da zeigen wir zuerst mal die Siegerin. Und zwar von der Kategorie, die die ganze Strecke allein zurückgelegt haben. Das war die Trix Kraken. Die hat schon bei der letzten Austragung vor zwei Jahren gewinnen. Trix Kraken und alle anderen Athleten sind in Bären angekommen. Die einen früher, die anderen ein bisschen später. Ein paar sind vermutlich noch unterwegs, weil man kann bis Mitternacht im Ziel einkommen. Was gleich geblieben ist in diesem Gigathlon, ist, dass wir immer gestartet sind, alle zur gleichen Zeit, Mitternacht gestern in Genf. 329,5 Kilometer, 5 Etappen, ein Nachtstart. Akribische Planung, das Ein und Alles. Das weiß auch Bernhard Hug. Bereits zum dritten Mal nimmt er als Singleathlet am Gigathlon teil. Letztes Jahr war er Dritter. Wie sieht die Prognose für dieses Jahr aus? Ich denke, ich muss zuerst einmal ein bisschen reinkommen. Meine Stärke ist die Ausdauer. Und wenn ich keine Panne habe, wenn es gut läuft, ist ein Platz in den ersten fünf sehr gut möglich. Wahrscheinlich sogar das Podest, wenn es wirklich jetzt gut laufen wird. Um Mitternacht ging es los, das Abenteuer Gigathlon 2006. 166 Kilometer in der Dunkelheit, das Etappenziel in La Chaux-de-Fonds im Visier. In der Stille der Nacht war die Gigathlon-Welt noch in Ordnung. Super, alles bestens. Schon 4% gemacht. Und alles gut. Voll konzentriert und nicht in Plauderstimmung war derweil Bernhard Hug. Mal fuhr er alleine, mal konnte er sich einer Gruppe anschließen. Seine Frau Daniela wartete unterdessen in der ersten Wechselzone La Chaux-de-Fonds. Da war er. Mit 8 Minuten Rückstand lief Bernhard Hug in die Wechselzone. Eine Stärkung und Akupunktur gegen mögliche Krämpfe. Weiter ging's auf die nächsten 70 Kilometer per Mountainbike. Als erster auf die Bikestrecke startete Roger Fischlin. Er baute seinen Vorsprung auf Bernhard Hug auf den ersten Kilometern aus. Doch 40 Kilometer später war es nicht Roger Fischlin, sondern Adrian Ruhstaller, der plötzlich an der Spitze lag. Bernhard Hug blieb dran, nur noch 4 Minuten trennten ihn vom führenden Ruhstaller. Roger Fischlin dagegen hatte Pech, zweimal Plattfuß und den Proviant verloren. Doch er kämpfte sich wieder heran. Zusammen mit Bernhard Hug kam er in der Wechselzone in Egerton an. Beim erfahrenen Gigathlon-Hasen Hug herrschte keine Hektik. Seine Frau und er, ein eingespieltes Team, da sitzt jeder Handgriff. Bernhard Hug, nach 7,5 Kilometer Schwimmen in der Aare, nach Entspannung, sah dies nicht aus. Anstrengungen hin oder her, für einen kleinen Schwatz zwischendurch reichte es allemal. Der Gigathlon-erfahrene Hug hat sogar noch aufmunternde Worte für den Single-Neuling Fischlin. Gehen wir zusammen? Ja, jetzt noch eine halbe Minute warten. Fischlin und Hug gingen zusammen und schlossen auf zu Adrian Ruhstaller. Mehr noch, die beiden überholten ihn. Roger Fischlin hatte noch mehr Reserven und zog alleine davon. Über mangelnde Unterstützung konnten sich die Gigathleten auch auf der abschließenden Marathonstrecke nicht beklagen. Von einer Abkühlung solcher Art aber durften sie nur träumen. Bernhard Hug wohl auch. Der Traum vom ersten Gigathlon-Sieg schien in der Hitze des Nachmittags wie Eis zu schmelzen. Hug hatte zu kämpfen, der Rückstand wuchs. Da half auch der Schatten des Bremgartenwaldes wenige Kilometer vor dem Ziel nichts mehr. Und Roger Fischlin, den konnte nichts mehr halten. Bei seiner Premiere als Gigathlon-Singleathlet lief er dem Sieg entgegen. Und den Zielanlauf in Bern, den genoss der Polizist aus Samstagern in vollen Zügen. Die Krönung nach 15 Jahren Ausdauersport. Bernhard Hug folgte nach mickrigen 12 Minuten. Was ist das schon bei einer Wettkampfdauer von fast 16 Stunden? Man plant natürlich den ganzen Tag nach dem Zieleinlauf, oder? Und einmal, als ich eine Krise hatte, habe ich an das gedacht. Ich wusste, wie es jemand aussieht hier auf dem Zielgelände. Und die tollen Zuschauer natürlich auch. Und das baut einem dann wieder auf. Letztes Jahr Dritter, heute Zweiter. Und nächstes Jahr ist er vielleicht der Sieger.